sind in den Lechtaler Alpen. Ich habe noch nie eine Kuh angefasst. Ganz neue Erfahrungen für die Kinder vom Hanauer Albert-Schweitzer Kinderdorf. Die haben irgendwelche Vergnügungsparks kennengelernt, aber sowas wie Natur oder Berg oder sowas kennen die nicht. Hautnah erleben sie die hier bei ihrer Tour nach Tirol. Wow, sieht aus wie auf der Schokolade. Ob sie es auch bis ganz auf den Gipfel schaffen? Eine Woche haben wir die Kinder bei ihrer Alpentour begleitet. Ein Julimorgen in den Lechtaler Alpen. Die Hessen kommen. Schon ganz früh sind sie in Hanau gestartet und Uwe Brückmann von der Hanauer Sektion des Deutschen Alpenvereins wartet schon. Hallo. Zusammen mit dem Erzieher Uli Simon hat er für 17 Kinder aus dem Albert-Schweitzer Kinderdorf ein ganz besonderes Ferienerlebnis organisiert. Eine Woche wollen sie zusammen mit Jugendlichen des Alpenvereins auf einer Berghütte verbringen, wandern, klettern, aber auch arbeiten. Und für alle ist das etwas ganz Neues. Ja, also ich freue mich drauf. Und ich glaube, ihr sollt hier aber auch ein bisschen was tun dann, ne? Ja, wir sollen auch Wege erneuern, sozusagen. Ich dachte, wir sollen Bäumchen pflanzen. Ja, das auch. Das kommt auch noch dazu. Aber das habt ihr beides noch nicht gemacht, ne? Nee, noch nicht wirklich. Du setzt mal deine Kappe ab. Tinka und Christina leben zusammen in einer Wohngruppe. Vielen Dank, dass du mich eincremst. Geschwister auf Zeit sind die beiden, bis sie vielleicht wieder zurück zu einem Elternteil können. Manche leben nur kurz im Hanauer Kinderdorf, einige für Jahre. Viele haben Gewalt in ihren Familien erlebt. Tiffany wollte eigentlich erst gar nicht mit. Ihre Ausrüstung für die Tour zusammengeborgt. Bist du schon mal gelaufen mit? Die Schuhe? Ja. Die sind neu, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich hab die jetzt vom Dachboden gekriegt. Ja, was denn? Ja, Tiffany. Ja, die haben einfach irgendwelche von oben gegeben. Die hat irgendjemand schon angehabt. Also du hast noch keine Erfahrung mit Klettern auf dem Berg, ne? Auf dem Berg? Nein. Und da hoffen wir so ein bisschen drauf, dass die einen Bezug dafür kriegen, dass die natürlich auch ihr eigenes Selbstbewusstsein ein bisschen entwickeln, merken, was sie können, was sie nicht können. So, da hoffe ich drauf. Die wachsen hier? Die wachsen hier, hundertprozentig. Ja. Also ich denke, wir werden einige nicht wiedererkennen nach der Woche. Du kannst doch eh nichts. So oder ähnlich, sagt der Erzieher, hat mancher es zu Hause gehört. Auf dem Berg wollen sie das Gegenteil beweisen, vor allem sich selbst. Ein paar Stunden Fußmarsch liegen jetzt vor ihnen und ein paar hundert Höhenmeter dazu. Trainiert ist keiner dafür. Das Ziel ist klar, die Hanauer Hütte. Schon seit über 100 Jahren betreibt die Sektion Hanau des Deutschen Alpenvereins diese Berghütte im österreichischen Parzinmassiv. Und da müssen die Kids jetzt rauf. Nur gut, dass das Gepäck schon mit der Materialseilbahn hochfährt. Der Aufstieg wird auch so anstrengend genug für die Stadtkinder. Oh, meine Beine tun scheiße weh. Okay. Christian, trägst du mich? Nee. Oh Mann. Noch führt der Weg komfortabel und mit wenig Steigung durch das Alpental. Wo es breiter wird, weiden im Sommer Almkühe auf den Kräuterwiesen. Scheu kennen die nicht. Stadt trifft Land, erste Annäherung. Die hat voll die süße Zunge. Voll rau ist die. Richtig so wie so ein Sabbermaul. Informationen aus erster Hand bekommen Sie von Matthias Baumann. Ich bin der Hirte. Das ist Tiroler Graufi. Ja, okay. Das ist eine sehr alte Rinderrasse. Okay. Habt ihr schon mal Kühe so gesehen? Noch nicht so nah. Nee. Und angefasst auch noch nicht? Doch. Ich habe noch nie eine Kuh angefasst. Ja, das ist jetzt eine ganze Gutmütige.
Und wie fühlt es sich denn so an? Ja, weich. Süß. Die sind jetzt den ganzen Sommer hier auf der Alm. Die waren jetzt zuerst in diesem Tal da oben. Und heute sind sie hergekommen. Jetzt bleiben sie 14 Tage hier. Dann kommen sie hoch auf die Hanauer Hütte. Ah, oh, cool. Ich bin den ganzen Sommer bei den Tieren. Er bleibt zurück, die Kinder aber müssen heute schon hoch. Also weiter. Erste Abkühlung nach einer Stunde. Im eiskalten Gebirgsbach ist das fast schon eine Mutprobe. Dann beginnt der eigentliche Aufstieg. Tiffany in ihren geborgten Schuhen werden schon die Füße schwer. Der schmale Weg führt dicht vorbei an der ersten Aufgabe. Die alte Brücke, die das Frühjahrsschmelzwasser zerstört hat, sollen die Kinder morgen auseinanderbauen. Von oben steigen Wanderer ab, das heißt Platz machen auf dem schmalen Weg. Gelegenheit für eine Pause. Tiffany sieht jetzt sehr erschöpft aus. Dabei ist nicht mal die Hälfte des Aufstiegs geschafft. Meinst du, du kommst noch bis hoch? Ja, ich habe keine andere Wahl. Ja, ich fürchte auch. Irgendwie müssen wir hoch. Ja, ne? Wäre ja auch alles umsonst gewesen. So wird schon der Weg hinauf für sie zur Herausforderung. Aufgeben aber kommt nicht in Frage. Irgendwann liegt die Hanauer Hütte vor ihnen auf über 1900 Metern Höhe. In den Sommermonaten ist sie Anlaufpunkt für viele Bergwanderer. Dann ist auch Tiffany oben und hat die erste Hürde geschafft. Andere machen sich derweil spezielle Sorgen. Wie ist das hier eigentlich mit dem Handyempfang? Antwort, vergiss es. Du weißt, dass es hier kein Handy gibt eigentlich, ne? Doch. Nee. Doch. Hier gibt es so gut wie keinen Handyempfang. Doch, bei mir schon. Ein Balken, ja. Immerhin etwas. Wie wäre denn das, wenn kein Handy hier gäbe? Wenn ein Handy nicht funktionieren würde? Weltuntergang. Doch der Empfang bleibt schlecht. Und die Welt geht natürlich nicht unter. Tiffany und Regina haben sich inzwischen angefreundet. Jetzt aber wollen alle nur noch ins Quartier. Also, die Jungs gehen ins Lager 3, ja, ins Zimmer Nummer 3. Und die Mädels ins Lager Nummer 5. 5 ist aber keine gerade Zahl. Das ist aber so. Ein Zusatzquartier ist auch vorhanden, um Streithähne zu trennen, falls es Stress gibt. 7 Erzieher für 17 Kids, das hat seinen Grund. Ab morgen werden sie ihnen Angebote machen, Freiwillige. Müssen gibt's hier nicht. Wir hatten ja gesagt, nicht jeden Tag Spaßprojekt. Aber war das nicht irgendwie an ein spezielles Alter gekoppelt, sodass wir sagen, die ab 14 oder ab 12? Also die Arbeitseinsätze gehen erst ab 14. Okay. Da müssen wir halt einfach gucken. Dann haben wir 2 Arbeitsprojekte für morgen und bisher ein Wanderprojekt. So. Aber ich denke, beim Bäumchen pflanzen, da kann schon mal jemand Jüngeres mit. Also da geht es ja auch darum, mal mitzugehen und da mal Kistchen zu tragen oder sowas. Das ist ja nochmal was anderes, als eine Brücke zu reparieren. Ich denke, da gucken wir einfach. Ne? Das Ziel für heute ist erstmal erreicht. Ein langer Tag geht zu Ende. Draußen zieht es sich derweil zu. In wenigen Minuten kann sich hier das Wetter ändern. Gut, dass das nicht schon beim Aufstieg passiert ist. So aber liegen alle trocken und ziemlich müde in ihren Schlafräumen. Und selbst in Lager 3, bei den Jungs also, herrscht Ruhe nach diesem anstrengenden ersten Tag in den Tiroler Bergen. Für morgen haben sie sich schließlich einiges vorgenommen. Kontrastprogramm am anderen Morgen. Blauer Himmel, Sonne, es wird warm werden. Gar nicht schlecht für das, was heute ansteht. Regina bunkert schon mal gegen den Durst. In 3 Gruppen wollen sie gleich los. Eine zum Bergwandern, 2 aber wollen zum ersten Arbeitseinsatz. Essen, was zu trinken. Kamera. Warum machst du das, Uli? Ja, ich will einfach, dass die alles dabei haben, was sie vielleicht brauchen. Regenjacke ist halt besonders wichtig. Na? Hast du alles? Hau meine Badehose. Super. Ich habe 3 Brote, einen Apfel, jetzt halt noch was zu trinken und dann nehme ich hier noch einen Müsli-Riegel. Du willst auch Brücke bauen heute, ne? Ja. Was stellst du dir da vor, was du da machen musst? Ja, die
Brücke halt richtig befestigen, dass sie sicher ist und ja. Und kannst du sowas? Hm, mal gesehen, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Kannst du eine Hacke nehmen? Hier ist noch was, so ein paar Ketten. Uwe Brückmann vom Hanauer Alpenverein wird sie anleiten. Er ist für 50 Kilometer Wanderwege rund um die Hanauer Hütte verantwortlich. Erstmal heißt es jetzt wieder runter vom Berg, wo das so mühsam war, hochzukommen. Andererseits... Hoch ist viel leichter, weil man nicht die ganze Zeit wegrutscht. Doch da hilft nichts. Unten wartet die alte Holzbrücke auf sie. Halt aufpassen, dass ja. Keiner reinrutscht. Ja, auf jeden Fall müssen wir die Brücke da wegräumen, die alte. Ne? Ja. Ich würde sagen, hier vorne in dem Bereich, die Bretter rausmachen. Ja, das soll auf einem Platz stapeln und drüben das Stück. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es natürlich vernagelt ist alles und dass keiner in die Nägel tritt, aber das kriegen wir hin. Jan Schießer, der Betreuer, ist zuversichtlich. Während eine Gruppe die Ersatzbrücke sichern soll, will er sich mit ein paar Helfern um die Holzreste kümmern. Die müsste man doch auseinanderbekommen. Die so in der Luft sind. Ja. Okay, das wird nichts. Zumindest auf Anhieb klappt es hier nicht. Oben, wo die kaputte alte durch eine neue Metallbrücke ersetzt worden ist, muss eine kleine Treppe extra gesichert werden. Christina beißt sich erstmal fast die Zähne aus. Das geht nicht. Der Hanauer Alpverein investiert hier viel Geld und Arbeit jedes Jahr. Irgendwie müssen Bergwanderer ja über den reißenden Bach kommen, wenn sie zur Hanauer Hütte wollen. Unten setzen sie jetzt auf stärkere Geschütze. War ja gut gedacht, hilft aber auch nicht weiter. Ohne das Hochwasser, so scheint's, hätte die noch einiges ausgehalten. Die Kinder können hier schon mal zeigen, dass sie was können. Auch in der Gruppe müssen wir manchmal Sachen reparieren. Kennt sich aus damit? Ja, ein bisschen. Aber so am steilen Hang hast du es noch nicht gemacht, oder? Nein, ich war noch nie in den Alpen. Mein erstes Mal, weil ich so Höhenangst hatte. Trotzdem wollte André mit und will versuchen, die Höhenangst loszuwerden. Beim Holz haben sie jetzt langsam den Dreh raus. Nochmal, bist du feste? Ja, wir haben es geschafft. Sich trauen, sich was zutrauen. Viele der Kinderdorfkinder müssen das erst lernen. Auch Fabian. Ein Freund von mir, der wollte mit. Aber dann wollte er doch nicht. Da habe ich gesagt, ich gehe nicht allein aus der Gruppe dahin. Und dann hat sich mein anderer Freund gemeldet, der André. Und da haben wir gesagt, sind wir zu dem Termin gekommen, wo wir uns alle getroffen haben. Und dann haben wir uns überlegt, komm, fahren wir doch mit. Ja. Jetzt bin ich froh, dass ich mitgefahren bin. Ja. Ja. Samir ist mit 18 der Älteste. Er will jetzt den Rest besorgen. Im reißenden Wasser geht das nur mit Sicherung. Überhaupt, die Jüngeren müssen jetzt zurückbleiben. Sicher ist sicher, sagt Jan, der Erzieher, und übernimmt selbst die Hacke. Damit sich nicht noch einer verletzt. Und dann ist es doch passiert. Allerdings stammt das Blut von Jan. Er hat ein Stück Holz abbekommen. Jetzt muss der Betreuer selbst betreut werden. Und Samir hat zu allem Überfluss den Hammer verloren. Der liegt jetzt irgendwo im eiskalten Bach. Tatsächlich, Samir kann ihn ertasten und wieder ans Ufer bringen. Das Lob dafür hart verdient. Statt Burger und Pommes dann Lauchsuppe. Nach so einem Tag schmeckt die auch, hätten sie vorher nicht gedacht. Man lernt manches auf einer Berghütte. Tiffany und Regina waren heute nur wandern. Langsam angehen lassen die Sache. Morgen wollen auch sie mehr wagen. Dann wird geklettert. Ein letzter Wanderer sucht an diesem Abend noch den Schutz der Hütte. Dann geht der Tag zu Ende. Thank you.
Morgenappell. Das Bundesheer ist für einen Kletterkurs gekommen. Den gibt's heute auch für die Kinder. Erschlagen, erwürgen und erstechen. Und dann habe ich einen Knoten, der aussieht wie eine 8. Erklärt Sabine, die Trainerin. Erschlagen, erwürgen und erstechen. Und dann ziehen. Und dann hat man einen. Super, auf Anni? Ja. Stephanie, du bist dran. Nein, ich hab das nicht verstanden. Guck. Du nimmst es so, dann erschlägst du es. Das Ende. Du nimmst, mach das mal so. Geduldig, erklärt Regina es ihrer neuen Freundin. Wenn Tiffany nachher mitklettern will, muss sie den Sicherheitsknoten selbst binden können. Die haben relativ wenig miteinander zu tun normalerweise. Und ja, es geht gar nicht so sehr darum, dass die hier besondere Freundschaften schließen, sondern dass sie sich gegenseitig helfen, dass sie merken, sie können was. Und der andere braucht sie. Und dann gibt es so solche Partnerschaften auf Zeit. Sozusagen. Wenn sich da was ergibt, ist es toll. Aber es ist nicht das Ziel, jetzt hier sowas zu etablieren wie so eine richtige Freundschaft, sondern es geht erstmal hier um das Projekt. Es geht erstmal darum, dass, was die hier erleben. Sehr schön. Also das einzige Problem, was ich habe, sind meine Nägel. Deine Fingernägel? Ja. Meinst du, sie könnten abbrechen dabei? Nein, das tut einfach verdammt weh, wenn die dann umknicken. Ah, okay. Und was machst du da jetzt? Einfach klettern. Klingt ganz einfach. Für die beiden aber wird das ganz schön anstrengend werden. Ja, also ich bin jetzt zum ersten Mal so lang gewandert und ist auch alles neu für mich hier, aber es macht richtig Spaß. Und was macht der Muskelkater? Es ist schrecklich. Ich spüre gar nichts mehr. Aber es macht richtig Spaß. Ich will gucken, wie weit ich an meine Grenzen kommen kann, bis ich komplett, ja. Na dann los. Pitt Müller, noch ein Klettertrainer des Hanauer Alpenvereins, steigt mit ihnen zu einer Felswand auf. Nicht alle sind den Ratschlägen für feste Schuhe gefolgt. Das könnte sich rächen und Blasen geben. Und Regina pusht sich ein bisschen. Welche Musik hast du drauf, Regina? Metal. Oben wartet Pläsier, so heißt die Felswand, die die Hanauer mit Leitern und Haken zum Klettern vorbereitet haben. Eins, zwei. Nochmal eine Stärkung vorher. Mhm. Meinst du, du brauchst Kraft, oder? Ja, ich habe nichts gegessen morgens. Meinst du, kommst du hoch? Ja, ich würde es versuchen. Letzter Sicherheitscheck. Metall auf Metall, gut. Jetzt musst du mich nur gleich kontrollieren, ich bin noch gar nicht so weit. Du warst zu schnell. Scharf aufs Klettern. Super. Für einige läuft es gut. Aber schafft es auch Regina? Super. Wie soll ich denn da hochkommen? Guck zu viel. Stück für Stück arbeitet Regina sich nach oben. Immer am Sicherungsseil natürlich. Sie will das schaffen. Regina, alles klar? Und ob. Sie hat's geschafft. Super, Regina. Klasse. Du musst ja erstmal zwei vergleichen. Super. Dankeschön. Zwei Runden. Gut. Seil runtergekommen. Ja, gut, okay. Nee, dann du bist stolz, ne? Ja, sehr. Okay. Hätte ich nicht von mir gedacht. Uli, soll ich das rausmachen? Auch Tiffany war oben. Sich zu trauen und erfahren, dass man was kann, darum geht's hier. Obwohl schon ganz schön müde, steigt die Gruppe noch weiter hoch, bis zu einem Bergsee. Das ist krass. Sieht gut aus? Ja. Der Parzinsee wird von Schmelzwasser gespeist. An seinem Rand ist auch jetzt im Sommer noch Eis. 4 Grad hat das Wasser. Höchstens. Oh, leck mir am Arsch. Nein. Doch einfach da rein. Ja, so siehst du aus, ey. Ich gehe nicht weiter. Pitt Müller hätte fast ein Bad genommen, doch die Kälte treibt ihn schnell wieder raus. Tiffany dagegen traut sich schon wieder.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Doch der Badespaß wird abgebrochen, weil ein Gewitter droht. Auch die Soldaten treten nun lieber den Rückweg Richtung Hanauer Hütte an. Gewitter im Gebirge, damit ist nicht zu spaßen. Völlig durchnässt, aber noch rechtzeitig erreichen auch die Kinder wieder ihr Quartier. Während die Kletterer sich schon in der Gaststube aufwärmen, ist eine andere Gruppe immer noch nicht zurück. Sie wollte bei einer mehrstündigen Tour neue Schilder setzen. Anne gefällt das gar nicht. 7 Stunden sind sie jetzt unterwegs, müssten eigentlich schon auf dem Rückweg sein und auch schon jeden Moment um die Ecke kommen. Trotzdem ist es einfach bei dem Wetter, ja, schon. Warten. Dann kommen sie. Sie waren vor dem Gewitter ins Tal abgestiegen. Jetzt gehen wir Richtung Abendessen. Wie war es im Gewitter? Im Gewitter haben wir Glück gehabt, waren wir unten im Boden, da haben wir uns in ein Haus reingerettet. Und da hat dann aber auch der Blitz eingeschlagen, da war dann der Saft weg. War in der Bergheimat kein Strom mehr, aber wir waren in Sicherheit. Regensachen an und runter. Man muss abbrechen und weg da. Ja, aber wir haben alles, was wir wollten, haben wir geschafft. Also, Schild steht. Alles klar. Und die Anne? Ich bin erleichtert. Jetzt schnell noch die nassen Sachen aus und in die warme Hütte. Im Jungsquartier war dann noch eine Schlägerei zu schlichten. Keine große Sache für die Betreuer. Die Streithähne sind wieder getrennt und schlafen längst friedlich. Morgen ist noch mal ein Großeinsatz geplant. Der Lastenaufzug bringt Arbeit auf den Berg. 300 junge Bäumchen sollen heute gepflanzt werden. Ebereschen, Erlen und vor allem Latschen. Eine Kiefernart, die typisch ist für die Alpen. Aufgefallen ein bisschen. Eine halbe Kiste, glaube ich, lang da, oder? Da runter. Ja, das glaube ich auch. Oder? Ich glaube schon. Ja. So da runter. Klaus Friedl, der Tiroler Forstwart, hat die Pflanzaktion für den Hanauer Alpenverein organisiert. Die Bäumchen sollen unten am Hang gepflanzt werden und den Bodenabtrag durch das Schmelzwasser verhindern. Das sind Ebereschen. Okay. Die werden doch noch größer, oder? Die werden so 15, 20 Meter. Da oben vielleicht nicht so hoch. Cindy soll Erde ins Pflanzloch stopfen, das klappt aber irgendwie nicht. Wir kommen es nicht ab. Nee, geht nicht. So recht behagt ihr das mit den schmutzigen Fingern noch nicht. Bäume hat noch keins der Kinder gepflanzt. Uli, das Ding hier, gell? Uli, das hier, ne? Ja. Okay. Was ist denn das, Moritz? Das? Muss mal gucken. Also wo? Im Prinzip können wir nach Uli, was ist denn das? Suchen, also nach dem nächsten. Uli, was ist das? Eine Kiefer. Ja, eine Kiefer. Eine Latsche also, nur wie bekommt man die jetzt in den Boden? Uli, ist es tief genug überhaupt? Ist sie überhaupt tief genug? Nee, ist es nicht. Nebenan versucht Tiffany sich an einer jungen Erle. Was machen die Fingernägel, Tiffany? Ja, kommt was drunter. Sieht aber noch ganz sauber aus. Bäume pflanzen kommt also in Frage für dich, ne? Ja, ja. Wie mir das die Betreuer erklärt haben, dass ich dann was für die Umwelt tue. Das ist ja dann schon so mein Ding dann. Ganz schnell hatten die Kinder eins heraus. Wenn man die Pflanzen fliegen lässt, muss man selbst nicht so viel laufen. Mit einer Kette kommen die 300 Bäumchen in Rekordzeit an ihren Pflanzort. Wenn dieser Alpenhang künftig weniger rutscht, dann ist das ihr Erfolg. An diesem Abend hat Fritz, der Hüttenkoch, Pariser Schnitzel in der Pfanne, ganz frisch gebraten. Die kommen, weiß er, bei Kindern immer an. So vergehen die Tage mit Projekten. Und fast alle haben sich inzwischen bei irgendeinem engagiert. Der letzte Tag der Alpentour ist angebrochen und soll noch einmal Höhepunkte bieten. An der Wand, in der gerade noch die Soldaten trainieren, will sich gleich auch eine Gruppe aus Hanau versuchen. Sie sind auf den Geschmack gekommen.
Einer ist besonders aufgeregt, André, der Junge mit der Höhenangst. So oft er es versucht hatte, in der Kletterhalle in Hanau war es immer schiefgegangen. Wo wir hochgeklettert sind, da hatte ich nach ein paar Meter hatte ich da Angst und da habe ich gedacht, der Boden kommt immer näher. Ah. Also so, da, als würde ich runterfliegen. Ja, und heute willst du es hier probieren? Ja, mal wieder austesten. Ah. Und was meinst du, wie es wird? Geht so, also ich kann das nicht so heraus sehen, was passiert. Ja. Aber probieren willst du es auf jeden Fall? Ja. Es ist die vorerst letzte Chance. Auch Christine denkt darüber nach. Die zweite Gruppe aber hat sich ein ganz anderes Ziel gesetzt. Einen richtigen Gipfel stürmen. Über 2600 Meter hoch ist die Kogelseespitze, einer der höchsten Berge hier im Tiroler Parzinn-Massiv. Nicht gerade gewohntes Gelände für die hessischen Kinder. Mühsam klettern, stundenlang. Tiffany will unbedingt da hoch. Der Ausblick, hat der Bergführer versprochen, ist jede Mühe wert. Wow! Was ist das für ein See? Als wäre er vom Himmel abgefallen, weil er so blau ist. Sieht aus wie auf der Schokolade. Schokolade? Ja, die Alpenschokolade. Ich finde die Kuh. Bis zur Kogelseespitze ist es noch mal eine knappe Stunde. Doch jetzt ist kein Halten mehr. Bis das Gipfelkreuz erreicht ist. Warte, ich hab nur eine Uhr. Ja, wow, was so gut sehen kann. Krass. Juhu! Yeah. Ja, mein Name. Fertig! Yeah. Wer ist der Nächste? Ich bin der Letzte. Das Gipfelbuch wird für immer festhalten, dass sie tatsächlich hier oben waren. Heute ist der Tag, an dem wirklich jedes Kind, jeder Jugendliche eine Sache neu erlebt hat. Also heute sind wirklich die Letzten aus sich rausgekommen. Eine ist jetzt gerade am Klettern da oben. Das ist der völlige Wahnsinn. Die hat 4 Tage lang gesagt, ich mach das nicht. Und jetzt ist sie da oben am Berg und versucht sich. Und das ist eine total tolle Erfahrung. Das ist eine Wahnsinnserfahrung für uns auch. Also wir sind völlig geplättet. Das Betreuerteam ist völlig geplättet. Ja, das ist total toll. Am Abend wird noch mal gegrillt. Und am Hüttendach, weil es mal wieder regnet. Doch das stört keinen. Und André, hat er sich getraut? Also er hat jetzt gesagt, ich kletter bis zu dieser Kuhle. Und dann haben aber meine Beine und so weiter gemacht. Also ich habe dann gedacht, nee, komm, lass weitermachen. Und dann hat's geklappt. Beim Runtergehen hatte ich dann wieder Schiss, aber sonst hat's geklappt. Zum Abschluss hatten sich die Kinder noch ein Lagerfeuer gewünscht. Ob sie tatsächlich gewachsen sind hier oben? Einige bestimmt. Regina etwa, die hier bis an ihre Grenzen gegangen ist. André natürlich, der seine Höhenangst überwunden hat. Und Tiffany, die erst fast nicht auf den Berg kam und dann den Gipfel stürmte. Spazierst du auf der Straße, steck den Finger in die Nase. Spazierst du auf der Straße, steck den Finger in die Nase. Und irgendwo da hinten wirst du sicher einen finden. Und irgendwo da hinten wirst du sicher einen finden. Ein Puppel, ein Puppel, ein Puppel, lalala.